Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play der Herr der Ringe Online mit mir, dem Dodaka, und wieder hier dem Charakter des Dodarix. Ohne Facecam, Webcam, wie auch immer. Da meinen alten Prozessor wieder drin habe, denn für den neuen brauche ich tatsächlich doch ein neues Netzteil noch. Das habe ich mir noch nicht angeschafft, das muss auch noch demnächst passieren. Dann kann das eventuell wieder mit Facecam sein, sofern ihr das denn wollt. Ich habe halt nichts drüber gelesen, ob ihr das wollt oder nicht, und dementsprechend habe ich das jetzt auch einfach mal so angelassen. Ja, ist ja dann auch nochmal immer zusätzliche Renderzeiten alles. Ja, ich überbrücke hier so ein bisschen die Zeit nach der Gamescom jetzt mit dem Video. Denn neue Videos müssen ja erstmal wieder aufgenommen werden. Sprich, ich nehme jetzt hiervon ein paar Folgen auf und hoffe damit, die Woche einigermaßen so überbrücken zu können in Teilen, dass ich euch dann auch Videos der anderen Spiele präsentieren kann. Und ich möchte einige alte, angefangene Let's Plays dann endlich auch mal zu Ende bringen. Jetzt namentlich erwähnt zum Beispiel Sam the Sorcerer oder Guardians of Middle-Earth, also GOME, wie es auch gerne abgekürzt wurde. So, und wir machen jetzt erstmal hier weiter, ganz wie gewohnt in 20 Minuten Folgen. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen, was wir so machen. Ich bin gespannt und jetzt geht das los hier. So, neue Nachrichten erstmal. Cassiopeien, okay. So, jetzt habe ich deine Chars of Bile mal gespeichert. Leider weiß man ja nie, wann man gegenseitig ernst, wenn man ja auch... Achso, das hatten wir, glaube ich, schon. Ja, genau, ja, schon ein bisschen älter. Wieso steht dann hier 3 Tage? Stimmt nicht ganz. Habe ich auch schon beantwortet. So, ein neuer Gegenstand des dritten Zeitalters. Ach, guck mal, ja, Level 63 bin ich noch nicht. Ich antworte mal schnell. Dankeschön. Oder andersrum, ist ja ein Rollenspiel-Server, ne? Hab Dank. So, einmal. Kann man dann auch löschen. So, und hier haben wir noch, auch nochmal ein Dolch. Level 67. Spezialisierung erforderlich. Ja, wenn ich jetzt noch wüsste, was dazu mal geantwortet wurde. Ich weiß, es wurde was dazu geantwortet, aber was? Weiß ich nicht mehr. Übt streitbare tödliche Techniken aus, um seine Gegner zu bezwingen. Ja, ich werde jetzt einfach mal Entschlossenheit, Tanklinie. Da ich ja eh nur alleine bin, jetzt erstmal mache ich jetzt erstmal Unvorsichtigkeit und level das. Zack, 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 zack. Mache jetzt einfach mal alle voll. Soweit möglich. Speerfeger verleiht Ansturm. Die Fähigkeit, die Blutung durch Kraftangriff zu verbrauchen. Ah. Na. So. Speergambits effektiver ist immer gut. Lichtschaden. Schaden durch Moralübertragung. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ah, verbesserte Version davon ist aber auch immer gut. Unangenehme Wunden. Ja, weiß ich nicht, was ich davon nehmen soll. Ich meine, ich kann mich da ja immer neu spezialisieren. Ich habe ja einige Punkte und ich glaube, man kann sich sowieso einmal neu spezialisieren. Also, für diejenigen da draußen, die sich auskennen, gerne unten in die Kommentare damit und mir sagen, wie ich mich aufbauen soll, damit das hier, was wird überhaupt mit dem... ja, gucken wir doch mal. 10 haben wir jetzt noch übrig. Der sorgt für Blutung, das ist auch immer gut. So.
Die Gambit-Linie offensiver Schlag fügt dem Ziel eine Schwächung der empfangenen Heilung von 10% zu einmal stapelbar. Okay. Also wir machen mal auf jeden Fall das hier noch. So, Schaden über Zeitimpuls. Bin ich auch mal ein Freund von. Und was haben wir hier? Unvorsichtigkeit. Erhöht für kurze Zeit Nahkampfschaden und den Wert für kritische Treffer in hohem Maße. Und verringert für kurze Zeit die Wahrscheinlichkeit von Blocken, Ausweichen, Parieren. Kritischer Treffer wird dadurch erhöht. Und hier, dass ihr könnt, jedes Schilddornen-Set verbessern, das ihr findet. Okay. Ich glaube, da machen wir jetzt erstmal das hier. Dann haben wir noch eins übrig. Triumph des Hüters. Dann machen wir das mal noch dahin. So. Anwenden. Ja, passt. Einen nach dem anderen. Z-Bonus. Da haben wir jetzt so einiges an Z-Boni dazu bekommen. So. Und dann haben wir eine neue Tat gekriegt. So. Jetzt holen wir noch unsere Hobbit-Geschenke ab. Und dann geht das endlich los hier nach 6 Minuten. Krams der Talmenschen. Sehr schön. Und Schrift der Finesse. Okay. So, steckt unsere Finesse. Schön, ja, schön. Können wir ja eh erst ab... Wobei, können wir die nicht auch sowieso mittragen? Die können wir, glaube ich, jetzt auch schon mitleveln. Ich guck mal gerade nach. So, wieso ist hier eigentlich kein Gegenstand drin, ne? Eure Stufe... Ah, okay, also können wir noch nicht leveln. Dann muss ich mal gucken, dass wir hier eine Bank finden oder irgendwas in der Richtung. Vorratshändler. Lalala, lalala, lalala. Nö, davon ist hier nichts. Gibt es denn... Ach, die sind schon alle an. Mal alle aus. Was brauche ich? Eine Bank. Vermögensverwahrer. Gibt's hier nicht. Dann nicht. Naja, so, dann lege ich mir die erstmal hier oben dazu. Guck, dass ich sie nicht aus Versehen verkaufe, wobei das scheinbar eh nicht geht. So, Schwanenumhang ist auch ein neuer Umhang, den es gratis gab. Vielleicht gibt es den auch noch gratis. Könnt ihr über den Shop finden. Weiß ich nicht, ob das noch funktioniert, wenn die Folge online ist. Also theoretisch kann das funktionieren hier über den Shop. Einfach hier nach Schwanen suchen. Und dann solltet ihr hier diesen Schwanenumhang finden. Ich zeig den gerade mal. Der sieht dann so aus. Das ist der hier. Kann man den färben? Ich glaube schon, ne? Ja, kann man hier mit verschiedenen Sachen färben, wenn man das möchte. Genau, und den gibt es gratis, wenn ihr dann nämlich noch eingibt als Code Sworn, also eben so geschrieben. So. Und dann kriegt ihr den gratis geschenkt. Hier, Schwanenumhang. Genau. Wie gesagt, gilt nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Den Zeitpunkt weiß ich allerdings gerade nicht und dementsprechend, ja, kann ich auch nicht sagen, ob das dann noch funktioniert. Rufgegenstände sollten wir auch mal benutzen. Die verfallen zwar nicht, aber sollte man mal benutzen. So, was war das hier noch? Wo ist denn hier jetzt? Da. Ach, und, auch ein Rufgegenstand, na dann. So, und hier 6 Jahresgeschenkkästchen. Ach, guck mal an, habe ich ja noch gar nicht aufgemacht. Festliche Altur. Schabracke. Also alles fürs Pferd. Ob wir da jemals hinkommen, werden wir sehen. Mit dem Charakter eventuell. Ach, hier habe ich das im Chat geschrieben gehabt, deswegen. So, und jetzt fangen wir endlich mal an. Nach fast 10 Minuten. Sprecht mit Bosien, lasst euch die Geschichte von Balins Expedition erzählen. Besiegt Namenlose im Steinfundament. Ist das ja das für den Hüter.
So, dann gehen wir mal auf die Suche nach Namenlosen. Im Steinfundament. Ich würde sagen... Wobei, die sind ja überall. Also theoretisch... Doch, hier geht's hier runter. Hier kommt man auch runter. Zwar nicht so wie gewollt, aber... Momentchen. Moment mal. Ich glaube, hier geht's runter. Ja, sehr steil. Also hier einen Weg runter oder rauf zu finden, das ist ja auch immer eine Tortur. War das nicht bei der Ziege? Genau, wir haben beim letzten Mal, glaube ich, irgendeine Ziege genommen und sind somit dann da raus, rein, wie auch immer gekommen. Seid gegrüßt, seid ihr vom Weg abgekommen? Okay, die fällt erstmal in Ohnmacht. Wegen der Ziege oder wegen dem Tier? Weiß man nicht. Dann gucken wir mal jetzt. Irgendwo muss hier doch runtergehen. Ganz regulär und vom Spiel gewollt. Da. Da sind wir doch. Super. Dann gehen wir hier jetzt mal runter. Und gucken mal. Wo wir hinkommen und wo wir ein paar Namenlose finden. Ich hoffe, das ist überhaupt alles hell genug. Bei YouTube weiß man das ja immer nicht so wirklich. Hier ist auf jeden Fall schon mal der Steinkreis. Wenn wir sterben, kommen wir hier wieder raus. Ich würde sagen, da geht es nicht weiter. Damit wir nicht sterben, gehen wir mal in die andere Richtung. Ah, da sind doch welche. Sind das Namenlose? Ich habe schon wieder alles vergessen. Was habe ich denn da jetzt aktiviert? Unvorsichtigkeit. Ach, schön, dass wir das gleich zu Anfang aktivieren. So. Tada, nee, der zählt nicht, ist aber schade. Gut, wir sind ja... Ach doch, wir sind in dem Bereich... Aber es zählt trotzdem nicht. Wir gucken mal. Weil rote leuchtende Steine, die uns theoretisch den Weg weisen. Und diese komischen Pilze, von denen ich keinen probieren möchte. Knurrender Aufseher. Dalgumuru. Sieht so ein bisschen aus wie aus... ja, sieht so ein bisschen nach Alien aus, finde ich. Ah, zählt als Namenloser, sehr schön. Troll. Nee, oder schaffen wir den? Wenn hier nicht noch mehr so Helfer sind. Doch, da sind noch mehr. Naja, dann lassen wir das mal. Ada Kasatska, ich kenne einige, die jetzt schreien, nein, Hilfe, da ist Eisen. Und immer wenn ich suche, finde ich nichts. Greift er mich an? Sieht nicht so aus. Ach man, ich will die doch gar nicht immer zünden. Liegt einfach auf der falschen Taste.
Das war anscheinend eine Gebietsattacke. Ne, wie nennt sich das? Ein... Das sollte man hier unten nicht so leichtfertig zünden. Haben wir die mal vernichtet? Meine Güte, hier sind überall nur Sackgassen. Wenn Sie einen namenlosen Krieger finden, geben Sie ihn doch bitte an der Kasse ab. Dann brauche ich mich hier nicht abmühen. Achso, warte mal. Sind wir da lang eigentlich eben gelaufen? Ne, da ist doch einer, siehste. Man muss nur richtig laufen. So. AOE-Effekt heißt das dann, glaube ich. Kann das sein? Nicht? Ja, ich weiß es nicht mehr. Oh, das war ein bisschen zu früh gezündet. Naja. So, ist das überhaupt... Nehmt eure Nahkampfhaltung ein. Und das ist die Fernkampfhaltung. Sagen sie einem hier jetzt sogar schon. Finde ich gut. Dann kann ich mich da nämlich auch nicht mehr vertun. So ist hier auch nochmal Glubsnack Krieger, mit dem wir aber nichts zu tun haben wollen. Reichhaltige Ader. Lü. Ah, da kommen wir hin, okay. Verstehe. Ah ja, und hier ist die... Na gut, hätten wir auch eben darunter hüpfen können. Hier ist die reichhaltige Ader gewesen. Und da vorne steht schon die nächste. Knurrender Aufseher steht da auch, sehr schön, freue ich mich. Recht herzlich willkommen bei dem kleinen Spielchen mit den Aufsehern. Ich fühle mich so ein bisschen wie im Knast, wo man auch Spielchen mit den Aufsehern treibt. Habe ich zumindest gehört. Nicht? Ist das nicht so? So, fast die Hälfte haben wir. Ich glaube, wir gehen da mal weiter runter. In der Hoffnung, dass dann noch mehr sind von den Aufsehern. Schon mal eine Ziege zurück, finde ich sehr gut. So, es darf gerne nochmal ein Aufseher auftauchen. Habe ich nichts dagegen. Aber ist schon gruselig gestaltet, muss man schon mal sagen. Und auch sehr schön da hinten. Okay, da auch überschwimmen würde ich jetzt... Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das Wasser da unten gesund für den Charakter ist. Boah, ich könnte es mal ausprobieren, aber... Die Frage ist, komme ich dann hier auch wieder hoch? Warum leuchtet das eigentlich grün? Das ist lila. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Ich guck mal, ob ich hier... Schrift der Verteidigung. Ich dachte gerade irgendwas... Warum leuchtet das nochmal grün? Tauchen kann man ja nicht, deswegen hätte mich das jetzt gewundert, wenn irgendwas da drunter wäre.
Aber irgendwas hat da gerade ganz miese Geräusche gemacht. So, wie kommen wir denn jetzt hier wieder hoch? Kommen wir hier wieder hoch? Hallo? Ich wusste, es war ein Fehler, hier runter zu gehen. Naja, wir gucken mal in der nächsten Folge nach dem Aufstieg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Entschuldigt, dass jetzt erst nur eine halbe Folge wirklich Spiel war. Die andere Hälfte viel einstellen war. Aber gerne Kommentare unter das Video, wenn ihr welche habt. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Tschüss.